Maxwell Jempfi, nach dem Abschlusstraining am Freitag und kurz vor der Abfahrt nach Bayreuth stehen wir hier nochmal und sprechen über die die abgelaufene Woche mehr oder weniger, beziehungsweise auch natürlich den Ausblick nach Bayreuth. Erste Frage gilt natürlich auch dem letzten Spiel gegen Ingolstadt. Die Enttäuschung bei euch saß tief nach dem 0:1 frühes Tor von Merlin Röhl in der 6. Minute. Ihr seid danach dem Tor immer nachgelaufen. Wirklich die Gefahr kam eigentlich erst so richtig in der Schlussphase auf. Wie habt ihr für euch insgesamt als Mannschaft dieses Spiel aufgearbeitet? Wir haben es schon gut abgehakt. Gerade in der englischen Woche hat man die Chance, es schnell wieder gut zu machen. Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg oder gleich auf dem Weg nach Bayreuth. Und da wollen wir zeigen, dass wir mit dem Spiel gut umgegangen sind, das Spiel gegen Ingolstadt. Und gegen Bayreuth dann das alles dann auf dem Platz, die ganze Enttäuschung dann in positive Energie umwandeln und dann hoffentlich die 3 Punkte mitnehmen. Was genau wollt ihr anders machen? Einfach auch mal von der ersten Minute da sein. Gegen Aue auch und auch gegen Ingolstadt sind wir nicht gut ins Spiel reingekommen. Wir wollen von der ersten Minute an da sein und an unsere Leistungsgrenze kommen. Und ich denke, wenn wir das auch schaffen, werden wir auch die 3 Punkte bekommen. Schätzt die Bayreuther mal aus deiner Sicht ein. Das ist für mich schon auch als Aufsteiger durchaus ein gefährlicher Gegner, die zwar aktuell noch mit 0 Punkten dastehen, aber sicherlich sich im Heimspiel vor eigener Fanschaft gut präsentieren wollen. Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen, dass sie jetzt 0 Punkte haben. Die wollen, die drängen auch natürlich auf die 3 Punkte. Die haben auch eine Drucksituation, dass sie natürlich in deren Heimspiel performen wollen und die 3 Punkte für sich behalten wollen. Und ja, ich denke mal, auf uns kommt eine bissige Mannschaft zu, die hoch pressen wird und direkt zeigen wird, dass es deren Schaden ist. Aber wir werden dagegen halten, wir müssen dagegen halten und ja. Ich habe den Trainer eben schon gefragt, der Umstand rund ums Wetter, 30 Grad, knalliger Sonnenschein höchstwahrscheinlich und keine großartigen Tribünen, die irgendwie Schatten geben, plus 3. Spiel der englischen Woche. Wetter und Konditionen, welche Rolle spielt das? Schon eine große, aber wie gesagt, wir haben die ganzen Wochen gut gearbeitet, regenerativ sehr viel gemacht und wir sind auf jeden Fall bereit für das Spiel und freuen uns darauf, da zu performen. Sag doch mal, grundsätzlich dieses, wenn man sich von außen dann das Ganze anschaut und sieht, wie viel Gas ihr dann auch eben gerade in der 2. Hälfte gegen Ingolstadt noch gegeben habt, daran anschließen zu wollen, eben dieses wieder ein Erfolgserlebnis haben zu wollen, wie viel Power entfacht das auch in einem? Viel. Gegen Ingolstadt sind wir den 0-1 hinterhergelaufen, haben noch viel versucht. Jetzt gegen Bayreuth wollen wir es anders angehen. Wir wollen von Anfang an, die 2. Halbzeit, die wir gegen Ingolstadt gespielt haben, von Anfang an auf den Platz bringen. Wollen hart arbeiten einfach. Maxwell, ich danke fürs Interview und wünsche eine gute Fahrt nach Bayreuth und maximalen Erfolg im Hans-Walter-Wild-Stadion. Dankeschön.